so gut aus. Oh mein Gott. Okay, bist du bereit? Mhm. Okay, 1, 2, 3. It's like I love to go. It's everywhere I go. You'll be my home. Hey, wow. Sieht voll schön aus. Das ist echt mega schön, oder? Ja, danke. Naja, wie ein Rohdiamant. Du hast nur ein bisschen Schliff gebraucht. Und naja, ein bisschen Lippenstift und falsche Wimpern, aber es sieht echt gut aus. Aber echt danke nochmal. Also jetzt brauche ich mich echt nicht verunsichtbar fühlen. Kein Problem. Du bist echt mega hübsch und das habe ich wirklich gerne gemacht. In 10 Minuten beginnt der Unterricht. Okay, ich würde sagen, lass uns losgehen. Okay, komm. Oh wow, ich fühle mich echt schön. Das hat Betty echt toll gemacht. Aber sie soll ruhig denken, dass ich das für irgendeinen Typen mache. Dabei mache ich das nur für Herrn Aydin. Okay, komm. Jetzt ist es. Was ist denn mit dir passiert? Bist du im Farbtop gefallen? 2 Kilo noch, du siehst aus wie Boom Betty. Ey Liam, den Satz halt die Fresse hast du oft, oder? Ey Liam, bin ich so. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass ich auf Mobbing aggressiv reagiere? Noch gar nicht. Noch gar nicht? Anscheinend hast du es nicht verstanden. Vielleicht wird es dir helfen, einen Aufsatz von 20 Seiten zu schreiben zum Thema, warum ich respektvoll mit meinen Mitschülern umgehen sollte. Bis morgen. Auf meinem Tisch. Den Aufsatz bitte. Mann! Marleen, lass dich nicht untergehen. Du bist ein hübsches Mädchen. Herr Aydin mich angesehen hat, ganz anders als vorher. Zieht er endlich eine Frau, in die er sich verlieben kann, in mir. Dank Boom Betty. Ich glaube, wir sollten in mein Zimmer gehen und dich weiter fertig machen. Okay. Ich meine, du willst ja deinen Traumprinzen noch treffen, oder? Mhm. Sag mal, wer wäre denn eigentlich was für dich? Oscar? Tobi? Oder warte, lass mich raten. Ben. Super Ben. Mal sehen. Okay, komm, wir machen dich fertig. Oh Mann, ich hoffe echt, dass Marlene endlich diesen Herrn Aydin aus dem Kopf bekommt. Ich meine, vielleicht wäre ja auch Julian was für sie. Oder vielleicht Oscar. Der frisst so viele Nüsse. Okay. Denk dran, dass du ein Beweisfoto machen musst. Bist du bereit? Natürlich, ich bin bereit. Okay, ich dich schmiere. Aber ich habe mit dem Prank gar nichts zu tun, okay? Nein, aber du machst das doch, weil du mein Bro bist, oder? Ja, aber es soll bloß nichts schief gehen. Nein. Frau Lehmann und Herr Rossmann haben nämlich Nachwache. Okay, gut, dann mach mir mal Rüberleiter. Ja. Okay. Ey, oh Mann, Digga. Was soll das denn? Du sollst nicht so viel fressen, habe ich gesagt. Ey, immer, hast du schon mal über unser Berger-Spezial-Abnehmprogramm nachgedacht? Guck mal, was du da reingeschrieben hast. Leute, meine Fresse. Ey, ja, pssst. Okay. Geht mal weg, ich mach das alleine. Ja, okay. Verdammt! Scheiße! Fuck. Felix! Felix! Guten Morgen. Hallo. Sie können mich ruhig loslassen. Oh shit, das klingt nach Ärger. Und das Ganze war meine Idee. Gut, dass ich da nicht mit drin stecke. Sag mal, Steffi. Du und Emma. Ja. Seid ihr eigentlich nur Kolleginnen oder redet ihr auch mal über, naja, über privatere Dinge? Willst du mich ausquetschen, ob Emma mit mir über ihr Liebesleben redet oder? Sorry, Jan, aber da muss ich passen. Ja, nee, das meinte ich auch gar nicht. Ich misch mich da besser nicht ein. Die sind erwachsen und können das alleine klären. Wenn ich da irgendwas ausplaudere, habe ich am Ende noch den Ärger.
Wenn Vicky wüsste, was ich vorhab, aber ich darf es nicht verraten. Noch nicht. Was willst du hier? Zu Elena? Die will aber nicht zu dir. Ey, ich kann auch für mich selbst sprechen. Was ist? Du bist echt schön. Ich hab dich vermisst. Ey, willst du mich verarschen? Ich kann nicht ohne dich. Dein Geruch, deine Lippen. Ich muss ständig an dich denken. Ey, aber ich hab dich quasi gezwungen, dass du den T-Rex das mit den Chipperinen erzählst. Dafür bin ich dir vielleicht sogar dankbar. Ich meine, das ist so eine große Last von mir abgefallen. Und der Direktor hat gesagt, ich kann hierbleiben. Cool. Ruby raus. Aber ich wohne hier. Geh auf Klo oder so. Ich wollte pennen. Wir gehören zusammen. Schön, dass Noah das eingesehen hat. Danke, dass ich von dir lernen konnte, wie man richtig asozial ist. Felix, was soll das? Bist du irre oder was? Was machen Sie alle hier? Frau Lehmann, Herr Rossmann, haben Sie nicht Nachtwache? Anscheinend haben Sie die Schüler nicht im Griff, sonst wäre sowas nicht passiert. Felix, du warst die längste Zeit hier Hausmeister, das kann ich dir versprechen. Herr Steinbach, Felix kann gar nichts dafür. Das kann ich Ihnen versichern. Wer hat denn alles damit zu tun hier? Sophie, du auch, erzähl, was ist los? Felix kann wirklich nichts dafür. Also nicht wirklich. Also... Jetzt komm auf den Punkt! Sind wir hier alle im Irrenhaus, oder was? Ja. Sophie, jetzt erzähl endlich! Was ist los? Was hast du damit zu tun? Ich habe ein Video von Felix gemacht und ihn damit erpresst, damit er das macht. Ein Video? Was für ein Video? Das Video habe ich schon gelöscht. Er hat die Aufgabe erfüllt. Das hat Konsequenzen. Wie wäre es, wenn die beiden sich auch Schnurrbärte aufmalen? Keine schlechte Idee, ehrlich gesagt. Manchmal bestraft man die Schüler einfach mit ihren eigenen Mitteln. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Und zur Strafe werdet ihr morgen das gesamte Blumenbeet umgraben. Die Erde von links nach rechts, richtig mit viel Zeit, lange und ausgiebig. Beide! Und jetzt raus mit euch! Alle! Ja. Alter, wie krass ist das denn? Aber na gut, der Prank hat sich trotzdem irgendwie ein bisschen rentiert. Ich meine, ich muss jetzt dieses bepisste Beet umgraben, aber... Halb so schlimm, ich hab nämlich eine echt süße Lady an der Seite. Also, alles gut. Hey. Hey. Kannst du auch nicht schlafen? War ein langer Tag heute. Du, Nick, sag mal, stimmt das, was du vorhin gesagt hast? Also, dass du in mich verliebt bist? Wir haben da schon oft genug drüber geredet. Können wir es jetzt nicht einfach mal sein lassen? Du hast ja gesagt, dass du denkst, dass du beziehungsunfähig seist. Ja, ich kann das einfach nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Als sich damals meine Eltern getrennt haben, da... Das tut mir leid. Aber das heißt auch nicht, dass du nicht anders sein kannst als deine Eltern. Ja, das verstehe ich ja wohl. Aber es gab einfach noch nicht diejenige, mit der ich das teilen konnte. Und als ich dich und Jan in der Kantine gesehen habe bei diesem perfekten Dinner, da wusste ich halt auch nicht, wie ich dagegen anstinken sollte. Ich weiß, dass du das kannst. Ich bin mir da sogar sehr sicher. Ach ja, das Leben. Ja, so ist es.
Sag mal, aber was meinst du, ob wir alle Schüler durch die Abschlussprüfung bekommen? Oh mein Gott, was mache ich eigentlich hier? Aber es fühlt sich so gut an. Ich hoffe nur, Jan hat uns nicht gesehen. Hey. Hey, Marlene. Was machst du hier? Ist was passiert? Okay. Ich liebe sie. Marlene, das geht nicht. Ich bin dein Lehrer. Sowas darf nicht mehr vorkommen. Okay. Liam? Was machst du da? Na, Fotos. Ist doch klar. Lösch sofort das Bild!